Ich bin in Russland geboren und ich bin auch halb Russin, halb Schweizerin. Ich gehe auch hier in die Schule. In der Schule ist es halt manchmal blöd, dass ich denke Russisch. Und ja, nachher fragen sie mich gerade etwas, nachher rutscht mir gerade etwas auf Russisch raus. Und ja. Wenn jetzt hier jemand mich fragt, hey, bist du Ausländer, dann sage ich so, nein, ich bin Schweizer. Aber sonst sage ich so, ja, von welchem Land kommst du? Dann sage ich einfach Russland. Es ist einfach so, ja, halt ein bisschen komisch, aber das ist halt schon schwer, weil ich bin Doppelbürger, ich habe zwei Pässe, einen Schweizer Pass und einen russischen Pass. Und ja, ich fühle mich halt genau gleich, also auch Schweizerin und auch Russin. Und ich bin für beide stolz. Es ist halt schon das Blöde, wenn man gemobbt wird, dass man aus Russland kommt und dass Russland manchmal halt einen schlechten Ruf hat. Kann man von der Schweiz vielleicht auch einmal sagen. Ich tue mich nicht gerne verstellen, weil ich bin halt so, wie ich bin. Ich liebe mich bewegen. Ohne Sport könnte ich gar nicht. Ich tue gerne Boxen, weil dort kann ich meine ganzen Aggressionen, meine ganze Energie rauslassen. Also wirklich richtig verschwenden. Halt auch, dass ich fit bleibe, dass ich Muskeln bekomme. Ich bin auch ein gutes Team dort und es ist wirklich echt cool. Ich befreunde mich gerne mit anderen Leuten, gerade Kontakt aufnehmen. Ich bin ein sehr kontaktfreudiger Mensch. Ich fühle mich wirklich wie ein Schweizer und ich liebe die Schweiz, ich liebe die Natur hier, ich liebe alles hier. Aber ich fühle mich mehr zu Russland hergezogen und dort ist halt das, was ich liebe, alles mein Lieblingsessen. Aber ich kann hier ganz ruhig an die Aare gehen und eine Bratwurst grillen. Kann ich sagen, Fondue oder so?